So. Schön. Ja, ist eine schön verdrohte Tür. Oh, hier ist er. Ach, guck mal, der kleine Salazar. Ashley. Ashley. Also, schaffe ich es noch schnell zu schneiden? Das wäre gut. Wahrscheinlich nicht. Schade. So, können wir noch irgendwas sehen? Winkt hier vielleicht noch irgendwo jemand? Ah, guck mal, hier ist die Seilbahn. Schön, dass man das alles so erkennen kann. Doll. Einfach doll. Elender Bastard. So, Ashley hinterhergehen. Uiuiuiui. Das wäre ja eine Stelle oben hier für mich. So, sind jetzt hier draußen irgendwelche. So, den hätte ich doch aber eigentlich, sorry, aber sehen müssen, oder? Da bin ich nur direkt dran vorbeigelaufen. Habt ihr was gesehen, Chat? Ich hab auch noch nichts gesehen hier drinne. Hier vorne. An der Ecke. Kommst du ja nicht ran. Ach, Kinder nie, Kinder nie. So. Lampe verwandelt sich in Jeton. Scheiße. Ich noch nicht mal wirklich irgendwas tun. Ob er hier runterstürzen könnte? Das wäre auch mal interessant. Wir werden es jetzt nicht testen, aber es wäre interessant. So. Oh, nein, 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 nein. Okay. Scheinbar kann er irgendwie runterfallen. Das ist doof. Kann unter ihren Füßen, wenn sie drauf rennen. Ah, okay, wir dürfen nicht rennen. Muss man ja auch mal wissen. So, hat er jetzt den Schatz mitgenommen? Nein, hat er natürlich nicht mitgenommen. Mach es doch. Warum nur? Immer noch so ein blöder Sturm da drin. Bringt uns doch nichts. So, muss ich jetzt hier nochmal gucken? Ashley. So, na denn. Elender Bastard. Mischt wie hin. So, jetzt wie bei Alien Isolation, nicht rennen. Oh, schau mal, wie haben wir denn da? Ah, hier ist er. So, schön. Locker gehen, fluffig. Gold, oh, ein gelber Diamant, schön. Ist da noch einer? Oh. Gute Nacht. Pistolenmunition. Stiefelmesser. Okay, nochmal schnell nachladen. So, wie komme ich denn an die da oben ran? Wie kommt man denn da ran? Oh, hier geht's ja rein. Ein Händler. Alter, du hast aber auch wirklich echt beschissene Ecken für deinen Shop, ey. So, gelbes Kraut, cool. Fast dran vorbeigelaufen. Ah, hier ist eine Leiter. So, zack. Oh, na bitte, erste Hilfe-Spray. So, der wird so dermaßen blaue Schienbeine haben.
wenn er mit dieser Mission fertig ist. Oder auch Sprunggelenke komplett gebrochen. Kann man alles machen. Kann man alles machen. Ich hab nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. So, Seitenkristall können wir verkaufen. Die extravagante Uhr können wir verkaufen. Dir dein ganzer Krempf, wenn du noch was. Let's do this. Edelstein einsetzen. Padabam, padabum. Du kommst hier hin. Und du kommst hier hin. 27.000. Nice. Zu erledigen hast. So, willkommen. Und die extravagante Uhr. Dafür lasse ich einiges springen. Dafür lässt du einiges springen, verstehe. So, die können wir mal kurz reparieren. Nenn mich ruhig pingelig, aber für diese Arbeit ist das eben Voraussetzung. Na komm, gönnen wir uns. Langsam verstehen wir deinen Geschmack, Fremder. Von 14 auf 16 nochmal hoch, wäre auch nochmal eine Option, aber... Ja! Ist eigentlich was Neues zu kaufen? Gibt's auch nicht. Und zu tauschen? Auch nicht. Goldenen Jeton. Wo wir unsere Ware her haben? Komm jederzeit wieder. Come back anytime. So, kurz mal speichern. Oh nein, 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 nein. Oh nein. Tatsächlich, oh nein. Ich ahne Schlimmes. Im Thronraum. So, mal schnell alles nachladen. So, wir könnten jetzt auch den etwas bequemeren Weg gehen und sagen. Wir holen uns einen Granatwerfer. Oh, scheiße. Wir haben auch echt nicht viel Heilung und alles. Ach, das ist ja nicht gut. Das ist alles nicht gut. Grundvoraussetzungen sind nicht optimal. Komm, Gönnung. Wenn ich sagen würde. Man muss auch einfach mal strategisch einkaufen. Ja, und was bei Lidl strategisch funktioniert, sollte bei Resident Evil hoffentlich auch funktionieren. So, wir holen uns jetzt also einen Raketenwerfer, weil ich nämlich denke, dass wir jetzt gleich dem Kleinen den Hinter versohlen müssen. Oh, was kann ich dir Gutes tun? 80.000. Ich will ja nichts sagen, aber manchmal sind die Dinge interessanter, wenn alle die gleichen Chancen haben. Ja, ja. Findest du nicht? Stirb mir da draußen. Hätte, Fahrradkette. Lass mich was nachladen. Ja, genau. Gehen so alle einen auf den Sack. Ist doch fürchterlich. Will man doch nur nachladen. Hiermit übergebe ich dir das Mädchen. Ja, fass sie nicht an. Versprochen. Berichte unserem Herrn von der Ergebenheit seines treuen Dieners Ramon. Ashley! Solch Dummheit, Mr. Kennedy. Lord Settler ließ Ihnen seine Gnade zuteil. Du redest zu viel. Doch, Sie sind... Straight, Alter. Zivilisierter. Bastard. Kopfschuss und noch ein Bastard hinterher sagen können. Ja, ist er. Wäre nicht Resident Evil, wenn das jetzt schon gewesen wäre. Ne? So, so, jetzt könnte man. Es muss aber sitzen. Wo ist er? Da oben ist er. Lass mich aus deinem Drehbuch raus. Oh, na warum zeigen Sie mir nicht denn erst, dass ich das Drehbuch auszusehen habe?
Daneben, Alter. Daneben! Sorry. Dafür ist das Ding ein bisschen zu teuer. So muss das laufen. Bitte helft mir, Lord Sella. Tada! Hat keiner gesehen. So, und auch ein bisschen Lippenrouge. Schön. Das ist, wenn ich was teilen wollen würde, denn tatsächlich so ein Lippenbalsam mit so einem komischen kleinen Zwerg. Ist das ekelhaft. So, okay, dann können wir jetzt natürlich tatsächlich jetzt hier noch ein bisschen Moon mitnehmen. Das hat ja alles seine Vorteile. So, zack, weil im nächsten Level werden wir es brauchen. Aber so weit von. So, und hier ist doch irgendwo, ist denn jetzt der Thronsaal gewesen tatsächlich? Haben wir das jetzt verseiert? Oder hab ich das verseiert, was ihr gesagt? Ihr nicht, aber... Das sieht mir doch hier aus wie der Thronraum. Sehe ja auch kein Bild. Tja, vertan. Vertan leider den Auftrag. Schade. Also viel Moon war jetzt aber auch nicht hier über. So, oh, warte mal, hier liegt noch irgendwo. Können wir auf. Ja, er sah auch. Hat da auch. War ein hübscher. Kann man nicht anders sagen. So, wo ist denn jetzt hier. Meine Rohstoffe. Wo sind meine Rohstoffe? Hier sind meine Rohstoffe. Ja, der kleine ekelhafte Salazar. Normalerweise im Original ist er mit seinem Bodyguard verschmolzen. Also bleibt der uns noch erhalten. Ich freue mich. Ich freue mich. Nicht. Ich darf keine Zeit verlieren. Darf keine Zeit verlieren, aber ich genieße erstmal den Ausblick. Erstmal von der Klippe pinkeln. Vielleicht erwischt man ja irgendeinen von den Ganabes da unten. So, zack. Und hinein. Und weiter geht's. Haben wir hier noch irgendwo? Ja, okay. Nicht vorne. So ein bisschen Fahrstuhlmusik wäre auch geil. So. Krauser. Schon ein Speedboot. Mit dir hin? So, war auch totaler Blödsinn eigentlich, weil Krauser sie ja entführt hat. Sie jetzt wieder an Krauser zu übergeben, hätte so gleich behalten können irgendwie. Also, so Logiklücke technisch. Oder geht mir jetzt irgendwas? Ist nicht. Around the curve. So, vielleicht sollten wir mal erstmal hier wieder den Ballermann ausrüsten. Okay, hier geht's wahrscheinlich weiter. Hier ist man. Tja, schade. Naja, wir haben leider nicht geschafft, das Bild von Salazar zu versauen. Dafür haben wir Salazars Gesicht direkt versaut. Das sollte doch auch was zählen. Notiz der Haushälterin. Ich habe versagt, mein Herr. Ich konnte euren letzten Wunsch, den Jungen vom Pfad der Sündhaftigkeit abzubringen, nicht erfüllen. Bereits als er noch jung war, hatte ich einmal Gelegenheit, einen kurzen Blick auf Ramons böse Natur zu erhaschen. Als er herausfand, dass eine Dienerin ihn hinter seinem Rücken Pulgarcia zu nennen pflegte, rief er diese in seine Privatgemächer. Er befahl ihr, vor ihm auf die Knie zu gehen. Dann zog er eine Flasche Vitriol aus seiner Tasche und sprühte es ihr mitten ins Gesicht. Der junge Herr zeigte sich beim Anblick der Dienerin, wie sie sich vor Schmerzen wandte, während ihr Gesicht sich von ihrem Schädel löste, voll der überschwänglichen Freude. Einfach ein toller Typ.
Sein irres Grinsen verfolgte mich bis zum diesem Tag. Die Zeit verging und sein heimtückisches Wesen verfestigte sich weiter. Und dieser Kult verstand schnell, dass ein geschundenes Herz ein gefundenes Fressen für sie war. Verdammnis den Feinden. Sie haben den jungen Herrn manipuliert und ihn zu ihrer Marionette gemacht. Auch so 1:1 quasi. Am schlimmsten ist jedoch, dass sie es vollbracht haben, ihn für die Entfesselung der Plaga zu benutzen, welche die Familie Salazar so lange bekämpfte und sich so bemühte, für immer zu versiegeln. Herr Diego, seid versichert, dass ich mein Lebtag über Herr Ramon wachen werde, welches Schicksal uns auch immer ereilen mag. Als treue Dienerin der Familie Salazar seit meiner Geburt ist es meine Pflicht und Buße euch gegenüber. Ja, schönes Ding. Hat er ein bisschen gekichert irgendwie, als er das Gesicht weggefressen hat. Toller Typ. Ich bin froh, dass wir ihn nicht nur mit der Pistole, sondern direkt mit dem Raketenwerfer wegmassiert haben. Diesen Penner, Alter. Bin der König der Welt? Stand sie vorne auf dem Bug oder was? Perfekt. Wenigstens muss ich nicht schwimmen. Oh, schön. Jetzt brauchst du mal bloß noch einen Schlüssel, wa? So, zack, zack, zack. Und hier vorne haben wir noch eine Kiste. Nee, da ist nichts drin. Haben wir irgendetwas übersehen? Stopp. Ja, haben wir. Na, sag mal. Bin ich denn so blind auf dem Auge? Dann ist hier so Progress geil. Quietsch. So, hier, da wird's irgendwo. Blöden Lampen, ey. Gelber Diamant. Aber gut. Nee, als du die Aussicht genossen hast, da fiel mir das ein. Achso. Wherever you are. Apropos, Melli, da musst du dir mal wirklich Flashwater angucken, das Let's Play. Da wird, da kommt Titanic nochmal ganz groß hoch. Das ist großartig. Mist. Suchst du was? Jetzt hat sie ja nicht nur ein taktisches Wollkleid an, sie hat auch noch taktische hohe Stiefel an. Kapitel beendet. Alles komplett voll gespeichert. Na toll. Ich verstehe dieses Outfit von der Frau. Sieht toll aus irgendwie. Sieht klasse aus. Aber was? Optik vor Funktion? Ich weiß es nicht. Du siehst aus, als hättest du was zu sagen. Ich habe eine Frage. Aber wirst du sie auch beantworten? Was ist Photosynthese? Das ist der Sinn des Lebens. Raccoon City. Dieser Vorfall, er hat alles verändert. Man rettet einen und 100 andere sterben. Ich habe mich verändert. Du? Leon Scott Kennedy? Du hast dich nicht verändert. Das bildest du dir bloß ein. Nee, 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 nee. Die Frage ist, hast du dich verändert, Ada? Oder benutzt du mich nur wieder? Ja, was zwischen Leon und Ada war? Was denkst du? Blab! Findet ihr da oben in dem Video. Wir sind da. Auf YouTube. Denk nicht zu viel nach, Hübscher. Wir sehen uns. Komm, er hat nicht hingeguckt. Alle haben hingeguckt. Alle. So, Kapitel 13. Jetzt wird es nämlich richtig knackig hier. Oh weh. Oh Gott. Also, das ist so eine Art befestigte Anlage. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber es ist anspruchsvoll. Es ist anspruchsvoll. Die Leute sind halt echt. Also, du hast jetzt nicht mehr mit doofen Bauern zu tun, sondern mit Soldaten. Irgendwie und.
So, erster Bann auf dem Kanal. Oh, schönen Dank, Benny. Schönen Dank dafür. So, ja. Machen wir uns das vor. Bin am Arsch. Was ist das denn jetzt? Das haben die hier Laser? Nein, Alter. Sind lasergesteuerte Waffen? Ach, hau doch ab. Ashley. Da bist du. Scheiße. Okay, die kann ich anscheinend irgendwie ausschalten, würde ich sagen. Ich muss vorsichtig sein. Keine Lust, in ein Wespennest zu stechen. Ich muss vorsichtig sein. Das fällt ihm jetzt aber auch nach 13 Kapiteln sehr früh ein. Schön. Ach Gott, nee. Schnell jetzt. Schnell, nun. Auf geht's. No time to waste. So, ich freue mich hier schon. So. So, wenn ich jetzt. Kann. Das ist scheiße. Schade, dass ich nicht hocken kann. Okay, also hier komme ich auf jeden Fall nicht lang. Alter, echt? Hat er enorm wie ein Mann. Einer hässlicher als der andere. Mann, Alter. Scheiße. Echt jetzt? Geht doch. Geht doch. Die Frage ist, werden die Feinde auch von den Waffen hier irgendwie verletzt? Würde ich so grundsätzlich sehr gut finden. Komm ich hier irgendwo hin? Oh, komm hier hin. Achso, hier kann ich das Ding abschalten. Okay, alles klar, das würde ich jetzt aber tatsächlich. Okay, gut. Dann kann man einfach nur rumlaufen. Oh, Händler! Hab neue Ware, Fremd. Willkommen! Er hat neue Ware. Neues für dich. Die Killer 7 hat er. Das ist, was ich derzeit habe. Beste Magnum ever. Neben der Handkanone tatsächlich. Die ist geil. Die finde ich ja gut. Und eine neue Koffererweiterung haben wir für 64.000. Natürlich, ihr kennt mich. Die muss sein. Die muss sein. Je größer, desto besser. Ja. Habe ich zumindest gedacht, als ich noch ein Dreikäse hoch war. Hehehe. So, können wir hier Wenn jetzt... Wenn du auch nur den Hauch einer Chance haben willst, solltest du über das Tunen nachdenken. Ja, ich glaube, wir werden jetzt nicht mehr drum rumkommen. Hauen wir die 50.000 in den Sack drin? Oder machen wir das erstmal hier? Na komm. Für diese Arbeit braucht Komplett. Es Fingerspitzengefühl, Fremder. Auf die Details kommt's an. Wirst schon sehen. Haben wir was zum Verkaufen? Ach, den tollen Lippenrouge können wir verkaufen. Vom kleinen Herr Salazar. Fast. Besten Dank. Die können wir auch noch verkaufen. Ein hervorragender Deal. Der seltsame Quader. Wäre das dann Könnten wir eigentlich auch verkaufen. Könnten wir eigentlich auch verkaufen. Jederzeit wieder. Come back anytime. Ah, siehst du, die MP-Munition muss ich verkaufen. Und das ist natürlich scheiße. Durch den Respawn vorhin hat er natürlich auch keine Magnum-Munition mehr gefunden. Das ist ärgerlich. Weil die ist ja nur wirklich. Die ist ja Jolik wert mit J. So. Und die Scheiße hier noch weg. So, zack. Bam, babum. Ordnung, Benny, muss sein. So, das hat so grundsätzlich eigentlich erstmal viel Schönes. Warte mal. Oh. So, hat mit dem nächsten Aufnehmen von irgendetwas schon keine Gültigkeit mehr. Haben wir wieder 5 Minuten am Arsch. Wird sauber machen. Wird auch freuen.
Okay. Gut, gut. Fledermäuse. So, hier oben war im Original noch ein Schatz. Warte mal, hat der eine Schatzkarte gehabt? Hat das einer von euch gesehen? Müssen wir nochmal kurz gucken. Also Schatzkarte, man hat sich ja wirklich sehr bewährt gemacht, irgendwie. Oh. Wie denn jetzt da hin? Was hat das denn? Der Sniper wird jetzt... aufschießen? Nee. Wie kommen wir da hoch? Wie kommen wir da hin? Kann ich hier hoch? Okay. Okay, hier kann ich bloß runterspringen. Ja. Jetzt von unten irgendwie rankommen. Ja, was soll das? Ah, okay, man kann es von hier also lesen. Ah. Grab und Shift in einer Höhle. Krieg jetzt nicht zusammen, der Datum. Vertrieben von den kriegerischen Gottlosen finden wir uns im Exil wieder. Verdorrt ist das Gras, karg der Wald. Lebenden Sühne, die Insel, unser Fegefeuer. Doch verzagt nicht, Brüder und Schwestern, unsere Zeit wird kommen. Hester Sadler. Hier würde ich auch so ein Ding anbringen. Ne? Kann man auch öfters mal besuchen. Irgendwie sieht auch schön da aus. Bester Punkt dafür, finde ich. Kann man einfach so sagen. So, na gut. Okay, wenn ich das Ding jetzt ausschalte, kommen die alle angeschissen. Ach nee, es wird bloß umgeschaltet. Es wird ja nicht ausgeschaltet. Okay. Weiß ich nicht. Da hinten rennt einer. Ich will die tatsächlich mal gerne anlocken. Ich will mal sehen, ob die tatsächlich Damage kriegen durch die Kniften. Ja, wahrscheinlich werden die alle hier durch blöde Fenster springen. Probieren wir mal. Na, los, komm. So, er müsste jetzt angelockt sein. Dann gehe ich hier mal hoch und schalte mal die Waffe wieder um. Weil wenn es funktionieren würde, würde ich auf jeden Fall eine Menge Munition sparen. Na, komm mal, mein Kleiner. Mir anders vorgestellt. So eine Scheiße. So, und die laufen aber alle durch, wie ich das sehe, oder was? Okay, und wo ist der Dicke mit dem MG? Der Schweinebärmann. Okay, rastet schon so ein bisschen aus. Oder sind die jetzt drin gelaufen? Das wäre natürlich geil. War das so ein MG? Also so ein automatisches Geschütz? Würde ich ja feiern. Na, was ist denn los, Leute? Lasst euch doch nicht so bitten. Kommt jetzt hier mal einer? Ist der Typ zurückgerannt da mit seinem Elektroschocker? Och, Mann, Alter, was für Lappen. Ja, man muss in den sauren Apfel beißen. Ich muss weiter nach vorne. Wäre natürlich auch blöde, wenn die das einfach abschalten können von der anderen Seite. Und das hier noch meine einzige Instanz, das ich nachher habe. Wir werden schauen. Ich lasse mal drauf ankommen. Schauen wir
Wahrscheinlich kommen die deswegen jetzt nicht. Und jetzt stehen jetzt hier 10 Leute um die Ecke. So, Ayesta, Freunde. Was ist los? Der Dicke ist schon mal sehr dramatisch gefallen. Oh, das ist eine Truhe. Hört sich nicht gut an. Jetzt kommst du an die Schissen, ja, oder was? Willst du das wissen? Ah, hoffentlich komme ich noch pünktlich. So, schnell, schnell, schnell. Hurtig, mein Freund. Und? Oh, bitte. Oh nein, was ist da zurückgegangen oder was? Oh, das darf doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Mano! Das ist doch. Ach. Nirch. Na gut. Dann eben auf die gute Alte. Kauft mir jetzt lauter Raketenwerfer und dann lösche ich euch alle aus. Ja, das wird natürlich nicht funktionieren. Na, zack. Ah, die Moon geht raus, Alter. Die Moon geht raus. Alter, das hat ihn mal ja nicht gerade gejuckt hier, was ich hier gerade gemacht habe. So, ich verpiss mich. Was ist mit dir? Wird er davon nicht sehen? Nee, sie laufen drumherum. Schön brennt. Bitte klippen.